Buenos dias und herzlich willkommen zu Carstens Veganuary Kitchen. Wir machen heute ein Chili Sin Carne, ein mexikanisches Traditionsgericht mit unserem veganen Hack. Und da ist es auch schon, zack. Tolles Produkt von Garden Gourmet, ready to eat, steht schon drauf. Zuerst werden wir ein paar Zwiebeln dazu schneiden. Schneiden wir in kleine Würfelchen. Dann haben wir hier ein klassisches Rapsöl, weil wir kochen ja heute vegan. Dann die Zwiebeln dazu. Ja, und was macht so ein Chili Sin Carne aus? Natürlich die Gewürze. Da haben wir hier so eine mexikanische Gewürzmischung, bestehend aus Kreuzkümmel, Kardamom, Koriander, bisschen Zimt. Und das gebe ich jetzt einfach hier zum Anschwitzen mit rein. Dann haben wir ja noch ein feuriges Paprika, ein bisschen Chili-Pulver. Das kommt dazu. Unsere Paprikawürfel, die schwitzen wir kurz mit an. Und jetzt kommt die Besonderheit bei diesem Chili Sin Carne. Normalerweise müsste ich jetzt unser veganes Hack von Garden Gourmet mit anschwitzen. Das fällt hier aber komplett flach, weil das ist schon gebräunt, wie ihr seht. Und ich kann jetzt hier direkt ein Tomatensugo dazugeben. Jetzt können wir das kurz aufkochen lassen. Und jetzt in dem Moment kann ich schon unser veganes Hack hinzufügen. Und die rühre ich einmal um, lasse das dann mal aufkochen. Und ihr seht jetzt schon, an der Konsistenz, genau so muss ein Chili Sin Carne aussehen. Was gehört noch dazu? Natürlich Kidneybohnen, die machen wir noch da rein. Und ein bisschen Mais. Dann können wir auch schon anrichten. Ihr seht also, wie wahnsinnig schnell das geht. Wenn man sich das mal vorstellt, ne? Wir haben jetzt keine 5 Minuten gebraucht, um dieses Chili Sin Carne fertigzustellen. Ne? Das geht super schnell. Ich kann das jetzt noch mal ein bisschen beliebig abschmecken. Ich mache jetzt noch mal ein bisschen Pfeffer mit dran und würze ein bisschen mit Salz nach. Aber das kann man immer individuell natürlich von der Würzung und der Schärfe dann natürlich gestalten. Und schon ist unser Chili Sin Carne fertig. Und das richten wir jetzt auch direkt an. Was gehört zur mexikanischen Küche dazu? Eine Guacamole. Bisschen gepoppten Mais. Schöne Tacos rein und dann kann ich hier ein bisschen frischen Koriander noch drauf streuen und schon habe ich mein Chili Sin Carne von Garden Gourmet fertig. Ja, wenn es euch gefallen hat, hoffe ich euch demnächst wieder bei Carstens Veganuary Kitchen begrüßen zu dürfen. Also bis bald, macht's gut, ciao, auf Wiedersehen.